Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore, Parkraumbewirtschaftung hilft, Verkehr stadtverträglich zu steuern, so hieß es damals bei der Überprüfung im Ausschuss. Was aber heißt stadtverträglich? Im Jahr 2018, in einer Zeit des Klimawandels, in der Unwetter zunehmen, der Meeresspiegel steigt und in der wir hier in Kassel durch die Hitze und die Ernteausfälle im letzten Sommer nur erahnen können, wie die Klimakatastrophe im globalen Süden Existenzgrundlagen zerstört. In einer Zeit, in der Autokonzerne betrügen und die Folgen des Dieselskandals auf alle abgewälzt werden, außer auf die Konzerne. In einer Zeit, in der die Europäische Umweltagentur die Luftverschmutzung in Europa als das größte einzelne umweltbedingte Gesundheitsrisiko benennt, durch die auf Kassel heruntergerechnet nach Angaben des Garten- und Umweltamtes im Jahr 2016 rund 175 Menschen jährlich sterben. Und auch in einer Zeit, in der die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und sich dies auch in Kassel niederschlägt, wenn wir etwa uns die Pkw-Dichte betrachten. Im Prasselsberg besitzen von 1000 Einwohnern ca. 555 ein Auto, in Nordholland, nicht zuletzt stark geprägt durch die Hauptverkehrsstraße, von 1000 gerade mal 191. Und das liegt sicher nicht nur am ökologischen Bewusstsein dort. Was also heißt stadtverträglich im Jahr 2018? Sollte es nicht heißen, auf allen Ebenen zur Reduktion der CO2-Emissionen beizutragen? Wäre es nicht stadtverträglich, bei jeder Maßnahme darauf zu achten, dass gerade jene besonders begünstigt werden, die wenig haben, statt die Schere weiter zu öffnen? Und müsste nicht bei wirklich jeder Maßnahme darauf geachtet werden, wie sie dem Klimaschutz und der Verkehrswende dienen kann, in der Bus und Rad befördert werden und Autos zurückgedrängt werden? Stadtverträglich wäre es, wenn wir für saubere Luft sorgen und damit die Gesundheit schützen. Klimaschutz beginnt hier ganz lokal und ganz konkret. Und Parkgebühren, zugegeben nicht das Instrument für den Klimaschutz auf der ganzen Welt, aber hier in der Kommune ein ganz konkretes Steuerungsinstrument. Was also trägt die Anpassung der Parkgebührenordnung dazu bei? Zugegeben, viel ändert sich nicht. Kleine Geschenke gibt es jedoch und die weisen genau in die falsche Richtung. In der Parkzone 2 wird die gebührenpflichtige Zeit auf 9 bis 18 Uhr begrenzt. Das soll den Anwohnern nutzen und den Restaurantbesuchern, die etwa im vorderen Westen im Restaurant ausgehen, aber nun getrost mit dem Auto fahren können, weil sie sich das Parkticket sparen. Warum dadurch Anwohner leichter einen Parkplatz finden sollen, wenn dann mehr Autos dem Ruf des kostenfreien Parkens folgen, bleibt mir unklar. Eigentlich gibt es ja sogar im vorderen Westen etwa den Wunsch nach einem Mobilitätskonzept, in dem Parkplätze als zurückgewonnen werden, als Flächen für den öffentlichen Raum für Fußgänger und Radfahrer. Aber wenn diese Flächen nur den Autofahrern auch ab 18 Uhr geschenkt werden, hat man dadurch sicher keine weiteren Mitstreiter gefunden für eine zukünftige Umwandlung. Der große Parkdruck in den Wohngebieten, die an die Parkgebührenzonen angrenzen, wird mit der neuen Regelung gar nicht angefasst. Und in der Innenstadt bleiben die Preise und die Zeiten. Allerdings wird mit der Parkkarte in den Parkhäusern die erste halbe Stunde kostenlos und jede weitere Stunde für 1 Euro zur Verfügung gestellt. Das Parken wird begrenzt auf 8 wird umsonst von 18 bis 20 Uhr. De facto ist das also auch eine Maßnahme zur Senkung der Parkgebühren, weil die Tiefgaragen ohnehin nicht ausgelastet sind. Und ja, Elektroautos dürfen in Zukunft kostenlos parken. Ob Elektroautos tatsächlich die ökologische Alternative für die Zukunft sind, ist ja höchst umstritten. Und angesichts der Preise, was ein Elektroauto kostet, wird sicherlich das kostenlose Parken nicht den zusätzlichen Anreiz bieten. Für uns zeigt leider die Parkgebührenordnung aufs Neue, dass von SPD und Grünen kein Richtungswechsel in der Verkehrspolitik zu erwarten ist. Wenn im Nahverkehr 2019 die Preise erneut um 1,5% erhöht werden, werden die Autofahrer um geschätzt 400.000 Euro entlastet. 80.000 Euro wird die Umstellung einmalig kosten, aber im Geld, beim Auto spielt ja in Kassel bekanntlich Geld keine Rolle. Die Kassen sind erst dann knapp, wenn es um die Erhöhung der Ausgaben für den Radverkehr oder für den öffentlichen Personennahverkehr geht. Ich denke, es dürfte klar geworden sein, dass wir als Kasseler Linke diesem Antrag nicht zustimmen werden und hier nicht die richtige Richtung sehen.